So, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Frozen Synapse und ja, mal gucken, was das hier ist mit drei Raketenwerfern in einem roten Raum. Pushback, Eliminate Outpost. Ja. Okay, in 10 Zügen da rein. 6 Gegner, 3 davon sind Shotgun-Typen. Das wird ein Spaß. Das allererste, was ich mache. Ich gehe hier auf offenes Feld und ziele. Whoops. Einfach nur in die Richtung. So. Probieren wir einfach mal, was passiert, wenn er genau auf die Kante schießt. Nicht, dass ich. Ja. Okay, vergiss das. Continue on site. Engage on site. Das ist immer noch zu nah. Ich muss einfach. Problem ist, ich will auch nicht von ihm niedergeschossen werden. Der. Guck mal einfach mal. Okay, was passiert denn? Boah, was für eine riesige Explosionsradius ist das bitte? Mich eigentlich auch irgendwo nicht. Ja, aber. Ich würde eigentlich am liebsten. Das ist doch Mist. Fernab von allen Wänden stehen bleiben. Aber wenn er mich damit so einfach überall da bekommt, dann ist es vollkommen nutzlos. Dich bewege ich dorthin. Dich bewege ich hier hoch. Lass dich runterzielen. Das ist eigentlich auch blöd. Was passiert denn, wenn er dann so mich sieht? Das ist auch Mist eigentlich. Aber ich gehe das Risiko ein. Ich glaube, hier muss ich Risikos eingehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht hier hinschießt. Da muss ich das leider anders machen. So, und ich will einen, der dagegen schießt. Gut, dann gibt es da kein Problem. Weil ich noch etwas weiter rüber gehe. Und jetzt gucke ich einfach mal, aber. Oh Gott. Und wehe, jetzt schießt ihr doch nicht dahin und ich hätte mich da einfach hinstellen können und die ihn da rausballern können wie nicht sonst was. Dann wäre ich echt. Angepisst. Na gut, ist ungefähr das. Und ich habe den Shotgun-Typen da drin erledigt. Das ist auch schon mal sehr gut. So. Hier wieder erst dieses Stück. Dich lasse ich dagegen schießen.
Gut, was dachte ich mir? Also, Stand. Gut. Das passt auf jeden Fall, weil wenn irgendwer da rauskommt, dann sehe ich ihn auch. Wie weit komme ich hier? Gut, du gehst erstmal bitte dahin. Jetzt muss ich hier nochmal drauf achten. Ja, das lohnt sich sogar noch, dass der hier um die Ecke geht. Und ja, das war's. Auf einmal sind die gar nicht mehr in so einer schönen Position da drin. Vor allem, sie können sich null gegen diesen Shotgun-Typen wehren. Vielleicht hätte ich machen sollen, dass er sich auf den Machine Gunner konzentriert, also Focus on Enemy, falls der in die Nähe kommt, damit er erst die anderen hilflosen Raketenwerfer dann ignoriert und nicht abgeballert wird, während er die Raketenwerfer abballert. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. So, Outcome. Ah, dahin schießen sie. Okay, den da unten habe ich verloren. Das ist schon mal schlecht. Dafür den Raum geleert. Ich habe auch nur noch einen. Letztendlich ist es jetzt ein One-on-One. Was passiert, wenn ich... Okay, das ist schon mal gut. Super. Bis dorthin. Hier dann ein Cancel Aim. Beziehungsweise machen wir ruhig. Machen wir es ruhig so. Gut. Boah, der Shotgun-Typ, der hat da gerade richtig schön reingehalten. Das muss auch Spaß machen. Aber ich dachte, da unten hätten sie auch nicht so eine gute Schusslinie, dass sie mir den direkt wegballern können. Ja, und dass der da oben stirbt, das war ja sowieso ständige Gefahr. So. Puh. Beinahe wäre 6 schnell genug rumgekommen, aber... ja. Zweck heiligt die Mittel. Gut. Score höher, Rating niedriger. Whatever. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut!